Herzlich willkommen zu kleinen Infofolge. Oder klein, je nach man nennt. Hier kommen ein paar Informationen über den Kanal jetzt, wie er weiterläuft. Erstens, es kommen jetzt neue Let's Plays, wie Final Fantasy, andere Teile, Echo of Soul, wenn das mit der Aufnahme gut klappt, wenn das auf Klacko. Habe ich noch nicht getestet. Paar alte Games, hier Evolent 1, 2. Könnte auch ein bisschen Fluch dabei sein. Ich sag nix. Des Weiteren wird hier Warframe. Ihr seht das gerade, dass ich aufnehme in Warframe. Weitergehen. Knife, da ist jetzt was. Da, kleine Erklärung, da ist was Neues reinkommt. Die Knife Werf. Ist jetzt die Botschaft, die Serie ist jetzt Season 2. Bald Ende. Da muss ich ein paar Quests machen. Shall we? Hier machen muss. Hier beachten Mo selten Mods hier töte 150 Gegner durch Explosionsschaden und so weiter, Sekundärwaffen und alles weitere. Das mache ich mit euch zwischendurch. Ich spiele das aber privat. Ja, danke. Ich werde es privat noch weiterspielen. Ich zeige euch, wie weit ich jetzt schon bin. Ich habe ein paar neue Warframes baut, gebastelt. Ich habe ein paar Prime-Sachen jetzt. Neko-Preis habe ich jetzt einen Prime. Durch Twitch alles. Da lebe ich euch mit euch ein bisschen. Des Weiteren kommt Echo of Soul. Das werde ich bald aufnehmen. Evolent, das mal gucken, wenn das gut klappt. Da will ich nur mit der Tastatur spielen. Das kann man mit der Tastatur nur spielen, nicht Controller. NHCU, das kommt vielleicht. Da bin ich aktuell in der zweiten Teil dran zu spielen. Und das macht Spaß, soll ich sagen, ist aber zeitintensiv, das sage ich wirklich. Ich habe ein paar andere Spiele noch, die kommen noch. Ich zähle jetzt nicht alles auf, das soll nicht alles verraten werden. Ich spiele auch aktiv WoW. Zurzeit Klassik. Da gab es auch ein paar Überlängen über eine Stunde Folgen. Das macht mir Spaß aktuell. Ich spiele natürlich jetzt auch nebenbei UMSI 2. Das nehme ich aber nicht auf, weil das ist. Ich kann es mal versuchen. Da wird aber, wenn das nicht klappt, will eine separate Infofolge oder ein Testvideo euch zeigen. Weil ich damit BBS, Busbetriebssimulator, spiele dann. Ich habe doch mal Handy stumm gemacht. Naja. Ist halt so. des Weiteren, jetzt zu dem Kanal. So. Nein. Wird hier ein paar Änderungen geben. Zuerst Änderung, die FF14 Guides kommen nicht mal so oft. Es wird bleiben nur kommen. Ich versuche ein paar Fahrtmails zu erstellen für den. Zeus. Aber die Namen bleiben aber von der Quest. Weil das soll einheitlich sein. Aber das wird aber separat Hintergrund laufen. Würfen wird jetzt weitergehen. So, Woka, das hat hier Spaß gemacht. Da gab es hier eine Stunde Folgen. Habe ich ein bisschen überzogen. Aber das wird zwischen 40 und 20 Minuten einpendeln erstmal. Jeden Tag. Und die Fahrtmails werde ich dann hier mal gucken, ein paar raus. Vielleicht ein paar Postfotos. Jeden Tag, wie es ist. Des Weiteren werden das hier auch angeordnet neu. Da kommen ein paar, die ich immer gucke, rein. Bei Playlisten hinten werden hier F14 und dann hier, glaube ich, Let's Plays. Und dann bestimmte Abteile kommen. Je nach, wie ich das am besten machen kann. Hier ist das WoW Classic. Macht mir Spaß. Ist aber auch überlänger. Über eine Stunde teilweise die Folgen. Hier. Ja. Wenn das so intensiv ist, kann man nicht. Ja. Echo of Soul kommt jetzt. Evolent. Und hier.
Ich zeige euch hier Evolent, das bin ich vielleicht dran zu spielen. Ich habe Evolent 1, habe ich auf Handy, das macht Spaß. Ich habe schon gespielt hier. Macht Spaß. Bei Starbound, da habe ich auch mit euch was vor. Was zu bauen, da questen. Ich sag, da will ich aber mit Mods spielen. Ich habe da circa 80 Mods drin, aber die funktionieren. Ganz, die funktionieren wirklich gut. Hier zum Beispiel das hier. Das musste ich schon mal besiegen. Weiter ist es nicht. Sword Art Online, da will ich jetzt mehreren Let's Plays anfangen, aber das wird später kommen. HCU, das habe ich schon 75 Stunden. Ich sag, das ist aber schön. Ist das Spiel von PS1, PlayStation 1 und 2 neu gemacht und für PC und PS4 optimiert. Und das Ferne finden Sie in 13 Uhr XEEE oder XLL. Ich sag mal XEEE. Das Spiel kommt jetzt bald. Aber das ist. Ich habe es schon mal angefangen. Macht Spaß, wirklich. Ungelogen, ich habe es 11 Stunden schon gespielt. Macht aber Spaß. Ich habe den zweiten Teil, es gibt noch einen Strich 2. Den zweiten Teil davon gibt es auch. Werde ich auch vielleicht noch mit euch spielen, zeigen. Mal gucken, wie es läuft. Evolent 1, 2 habe ich schon gesagt, ja. Oh. Und das ist erstmal das grobe Info. Aber ihr habt unten gesehen bei Warframe. Hier unten, was hier unten bei zurück ist, oder ausrüsten, da wird wahrscheinlich was immer jetzt hinkommen, irgendwas. Weil das ist Hintergrund anpassend ist. Das Bild hier, das hier, das rote, das. Ist so und Hintergrund passt sich mit von das Spiel an. Das teste ich gerade noch ein bisschen aus. Kommen ein paar andere Bilder rein, whatever. Aber nächste Folgen sind nicht mal nur Comment erstmal. Und man hört, ich habe ein neues Headset. Ich habe TG-633 8 Spektrum, weil mein altes ja kaputt ging. Aber es funktioniert erstmal. Ich versuche ein Standmikro zu für die Aufnahmen zu besorgen. Von Amazon. Ich habe da ein paar rausgesucht. Ja. Ich könnte euch kurz, wenn wir noch, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, könnte ich euch da bauen. So. Nur vielleicht. Nein, ich zeige jetzt nicht. Das braucht dann 2 Minuten zu starten. Das ist, naja, ist schon groß. OMSI 2, das spiele ich aktuell. Das war mein Handy wieder. Spiele ich aktuell aktiv, weil ich hier Bus Company Simulator auf Deutsch Busbetrieb Simulator habe. Spiele. Aber das Umsi ist ein bisschen FFPS-Raum, ein bisschen grafiklastig. Mal gucken, wie das läuft. Da muss ich erstmal angucken und mit OBS mal testen. Vielleicht klappt das vielleicht nicht. Das will ich irgendeine Infofolge für Umsi. Ich sag. Jede Let's Play eine Kurzinformation kommen, wie das abläuft da. Das will ich schon mal sagen. Aber das war's. Erstmal die grobe Information. Weitere Informationen kommen jetzt noch, folgen noch. Und Würfeln fängt das als erstes an, die jetzt morgen aufnehme. Paar Folgen und das jeden Tag erstmal raushau. Ein Tag pro Tag versuche ich jetzt mal. Zwischendurch kommen, wenn ich nicht genügend Folgen. Ich arbeite auch hier, ich bin nur abends online, ich kann nur abends aufnehmen. Hinnach, ich werde Hintergrund die Guides hochladen, die, wenn ich keine Folge für den Tag speichern und die dann freigeben für den Tag als Ersatz. Die sind aber nur Comment, weil die sind schon vorher aufgenommen sind. 9 Minuten haben wir jetzt auf der Uhr. Naja. Vieles Änderungen muss ja eine Folge raus. Infofolge. Ich weiß nicht, ob morgen eine Folge kommt direkt oder erst am Freitag. Das kommt drauf an, weil ich morgen einen Arzttermin habe. Das wird ihr
Das wird ihr auf YouTube sehen, wann eine kommt. Die Infofolge kommt, wenn ich nachher aufgenommen habe, direkt rausgehauen. Genau circa 21:30 Uhr wird er veröffentlicht auf YouTube. Dann bedanke ich mich schon mal, zugeguckt habt, zugehört habt. Weitere Informationen folgen jetzt. Und das erste Let's Play macht wieder Warframe. Dann kommen weitere. Dann sage ich mal schönen Abend. Das wird hier abends aufgenommen. Schönen Abend. Und bei euch, je nach was hier kommt, guten Morgen, schönen Abend oder gute Nacht. Sage ich mal alles. Dann wünsche ich euch schon mal schönen Tag. Und wir sehen uns in der Inwürferin wieder. Nächste Folge von Let's Play oder Infofolge. Inwürferin. Ciao mit V.